eine Hand hat vier verschiedene Finger und einen Daumen. Die sind auch nicht alle gleich. Das sage ich nur zu Sinan. Weder will ich ihn beleidigen, noch irgendwas. Ich war nicht dabei. Möge Allah ihn und uns recht leiten. Amen. Amin. Und mehr will ich über ihn nicht reden. Oder was sagst du dazu? Ja, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bin geschockt, Wallah. Ich bin geschockt. Was soll ich dir sagen? Also, ich bin baff. Weißt du, Ich was sage ich dir ganz meine? ehrlich, auch wenn das Video beispielsweise irgendwie gefaked oder nicht gefaked ist, das ist das Beste. Der soll einfach. Die ganzen Leute sind so alle auf. Ich meine nicht nur ihn, alle auf. So, kennst du, voll gehässig und warten nur auf jemand, um ihn fertig zu machen. Und dann sind sie erstmal bei ihm im Stream und morgen verzeihen sie und dann dies. Ist egal wer, alles wegen Klicks und Fame. Das ist das für eine perfekte Welt geworden. Ja, das ist, Bruder, mich interessiert es gerade auch gar nicht, dass es Nein, ein Zielland ich sag ist. dir auch Weißt du, ganz was ich ehrlich, meine? warte mal ganz kurz und dann sagen so viele, oh, hast du gesehen, was er gemacht hat? Na klar, also wenn dann. Ich wollte gar nicht da hingucken, weil das ist so, weißt du, aber jeder sollte erstmal mal so einen ganz großen Spiegel holen zu Hause und soll erstmal mit sich klarkommen. Das ist Wenn er mit richtig, sich das ist auch richtig. klarkommt, ja, dann soll er über andere urteilen. Und wenn jemand ein gutes Wort hat, möge Allah ihn recht leiten. Ganz Amen. einfach. Und wenn er es nicht gemacht, möge Allah ihn bestrafen. Aber immer mit Scheiße zu schmeißen, immer, es ist so, das ist leicht. Weißt du, jetzt hat. Nein, guck mal, die Sache ist, Arafat, was mich abfuckt, guck mal, die Sache ist, egal, wenn das irgendeine andere Aktion wäre, ne, irgendwas anderes, ne, das würde mich nicht interessieren. Wallah, das würde mich nicht interessieren. Aber mir geht es um den Aspekt und das Ja. musst du auch am meisten verstehen, weil du bist auch Vater, genau wie ich, dass es um Aber Kinder ich habe geht. dir doch gerade gesagt, was ich gesagt habe. Ja, Wir reden natürlich. immer, warte mal, wir reden immer über den Aspekt. Alter, die Nein, nein. meisten Leute, warte mal, die meisten Prominenten, du willst gar nicht wissen, was sich alles hinter den Türen bei denen verbirgt. Nur weil es gerade bei denen aufgepumpt ist. Ich will ihn gar nicht schützen, um Gottes Willen. Aber, weißt du, immer so, man sucht dann den Aspekt, dann den Aspekt, dann den Aspekt. Weißt du, es ist ein Unterschied. Was er gemacht hat, ist, also wenn er es gemacht hat, geht gar nicht. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob er es gemacht hat. Er hat es nicht gemacht. Verstehst du? Aber so ein Pädophiler, der so ein Kind vergewaltigt hat, vielleicht noch zerstückelt hat oder keine Ahnung, der Typ ist krank. Der kommt nach ein halbes Jahr raus. Das sind seine Gedanken. Deswegen, solange es Gedanken sind, möge Allah ihn recht leiten. Vielleicht kann man ihn, wenn es so ist, irgendwas wieder reparieren. Verstehst du? Aber es ist viel schlimmer, wenn jemand da was gemacht hat. Aber für mich ist allein der Gedanke schon kotzt mich an. Weißt du, Na was ich klar, meine? jeder will jetzt auf das Raum reiten. Es gibt tausend andere Probleme hier in diesem Land. Bruder, trotzdem, so Pädophilie, Urlaub, ich habe kein Herz für solche Menschen, egal in welcher Richtung. Für Hallo, mich alles Dreck. Leute, die wirklich so einen Gedanke haben im Kopf, die sind einfach krank. Ich sage dir, krank, deswegen sage ich doch. Ist Möge Allah krank. jeden recht leiten. Wir haben vielleicht Amen. andere Sünden, andere Fehler. Deswegen will ich jetzt nicht immer, guck mal ihn, guck mal den, guck mal. Nein. Möge Allah mich auch recht leiten. 100%. Und dann, und ich sag dir, stell dir mal vor nur, ja, das Video ist komplett fake. Stell dir mal vor. Und dann? Oder es ist, guck mal, ich habe ja, ich Ich weiß, weiß, warum, Worte, die aber ganz gesagt kurz, wurden, aber ich vielleicht. weiß aber, ich vorstellen hin oder her, ich habe ja das Original komplett gesehen. Man sagt ja, es ist zusammengeschnitten, bla bla bla. Also hat er ja zumindest im Statement gesagt. Aber es sind trotzdem Aussagen, die gesagt worden sind. Egal in welcher Reihenfolge das Video jetzt geschnitten wurde. Diese Aussagen wurden gesagt. Verstehst du, was ich meine? Da wurde ja nichts irgendwie dazu geschnitten, dass ein Wort dazu kam oder sonst was. Nein, es sind Sätze, die gesagt worden sind. Deswegen kotzt mich das ja so an. Bruder, und ich als Vater, Ola, ich toleriere sowas nicht. Und jetzt unabhängig von ihm, jeder da draußen, der irgendwie solche Gedanken hat oder irgendwie pädophil innerlich ist oder sonst was, der soll, ich würde jetzt ihn tot beleidigen, wenn ich nicht gesperrt werden würde. Aber der soll sich wirklich im Grunde tief schämen und sich irgendwie einen Therapeuten suchen oder am besten sich selbst irgendwie helfen. Ich schwöre auf alles, weil das geht gar nicht. 100% nicht. Es kotzt Wow, mich an. Masha'Allah. Du hast eigentlich nichts verstanden, was ich gesagt habe. Doch, ich hab's verstanden, Bruder, aber es interessiert mich nicht, diese, ja, möge man, natürlich sagt man, möge man ihn
helfen und wird der bitte gerade dies, das anderen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber das ist dasselbe, Bruder, da kommt einer, der sieht kleine Kinder, der denkt sich das und dann guckst du ihn doch nicht an und sag ihm, ach egal, möge ihm behilflich sein oder sonst was. Nein, den Bastard muss man dann sagen ins Gesicht, damit dieser Bastard das auch lernt. Ey, du bist ein Bastard, hab keine Gedanken so, sondern benimm dich, das sind Kinder und fertig. Solchen Menschen kannst du nicht sagen. Und bitte wird dir geholfen oder nicht. Solchen Menschen musst du in die Fresse hauen und musst du beleidigen ins Gesicht, weil die lernen sonst nicht. Zähl mal ein bisschen deine Zunge zu. Und halt mal deine Klappe. Erstmal beleidigst du hier, hör mal zu, wenn er dreckig ist, beleidigst du seine Eltern. Bastard. Nein, ich habe nicht seine Eltern beleidigt. Ich was rede gerade von dieser Person. Was bedeutet denn Bastard? Ja, du weißt doch, wie ich das meine. Ich meine gar keine Eltern. Ich meine keine Eltern gerade. Bruder, aber guck mal, nein, Arafat, Wallah, guck mal, weißt du, ich weiß, du bist der Ola, ich habe vor dir riesen Respekt und ich sehe dich wie ein erwachsener Bruder. Aber ich weiß doch, was du gesagt hast. Nur was ich dir sagen will, ist, Bruder, bei solchen Menschen sehe ich nicht irgendwie die Einsicht oder Geduld, um zu sagen, oh bitte lieber Gott, helfe ihn, heile ihn oder sonst was, gibt es nicht. Solche Wallah. Menschen, Wallah, ich sag dir, wie es ist, auch wenn ich falsch Wallah, liege, bist, aber, aus, Bruder, aus Religionssicht, Bruder, aus Religionssicht, was macht man denn mit solchen Leuten? Macht man Dua für die? Für solche Leute gibt es ja, richtig. Natürlich. Ja, natürlich. Es gibt richtig, wenn die sowas machen. Was gibt's ich habe eine Frage an dich. Ja, du Klugscheißer. Hat er ein Kind angefasst? Bruder, Allahu Alam. Wenn, möge Allah ihn vernichten. Aber hat er ein Kind angefasst? Was du gehört hast? Er hat nicht ein Kind angefasst. Okay? Ihr geht mit eurer Theorie viel weiter. Also stell dir mal vor, ich sag mal, geht's euch noch kurz, was er da macht, was er gesagt hat, wenn das stimmt, toleriere ich nicht. Aber ich habe eine Frage an dich. Hat der, weißt du was? Das Schlimme ist, die Menschen sind so geworden. Gehässig. Immer nur dieser Bastard, dieser Hurensohn. Was hat er gesagt? Ja, klar, nein, ganz hör du doch mir mal zu, immer als dazwischen zu reden, um irgendwie einen Vollidioten hier zu imponieren und nein, der hat recht. Du hast ein Scheißrecht. Okay, ich bin nicht auf seiner Seite. Ich bin auf gar keiner Seite nicht annähernd, der so einen Gedanken hat. Okay? Annähernd nicht. Aber ganz ehrlich, ich war nicht dabei. Und ich werde nicht urteilen. Und wenn, möge Allah ein Recht halten. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ganz einfach. Hätte er beispielsweise wirklich ein Kind angefasst, der wäre schon hinter Gittern. Warte kurz, warte kurz. Aber ich bin nicht warte Richter. Kurz, warte kurz. Ja, ich warte auch zweimal.